Wer hätte schon zu Beginn des Motorsports gedacht, dass sich die Liebe zur Geschwindigkeit und zum Wettkampf je so weit verbreiten würde? Vom Brands Hatch zu Jerez über Valencia, der große Preis von Europa, war schon im ganzen Kontinent vertreten. Heute beginnt eine neue Ära des geschichtsumwobenen Rennens am Rande des Kaspischen Meeres. Der große Preis von Europa in Baku. Der Baku City Circuit mit seinen 20 Kurven und einer Länge von 5,9 Kilometer im Herzen der Hauptstadt Aserbaidschans stellt Ausdauer, Geduld und Präzision eines jeden Fahrers auf die Probe. Zunächst warten in Sektor 1 90 Grad Kurven. Dann geht es bergauf und es wird sehr, sehr eng, während die Autos durch die Altstadt fahren. Schließlich folgt noch eine 2,2 Kilometer Jagd mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Heute darf ich Stefan Römer an meiner Seite begrüßen und ich bin schon gespannt, was uns erwartet. Die Geschwindigkeit ist hier für ein Straßenrennen ziemlich hoch, oder? Glaubst du, dass dadurch ein paar unerwartete Situationen mehr entstehen werden? Solange die Teams mit der Kühlung zurechtkommen, wird es keine großen Probleme geben, zumindest nicht von technischer Seite. Aber ich erwarte, dass die Strecke ziemlich rutschig wird, da es noch nicht genug Gummiabrieb auf dem Asphalt gibt. Jedes Straßenrennen hat seine eigenen Herausforderungen und ich glaube, dass wir hier und da ein paar Fehler sehen werden. Ich glaube, die beste Strategie wäre es, vor allem in den ersten Runden, in denen das Fahrerfeld noch dicht beisammen ist, mit einer Safety-Car-Phase zu rechnen. Du bist unglaublich gut gefahren und auf dem besten Weg, Fahrer Nummer 1 zu werden. Weiter so! Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Danny Quert hat freie Sicht auf Kurve 1. Er startet von der Pole. Und daneben steht Romain Grosjean. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Sainz Junior, Sebastian Vettel und Button. Ricardo, Hamilton, Verstappen und Fernando Alonso. Raikkonen, Perez, Nico Hülkenberg und Wehrlein. Bottas, Massa, ein Haas und Jolyon Palmer. Eriksson und Nasser. Kevin Magnussen und Rio Hayanto macht die Startaufstellung komplett. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu F1 2016. Na, überrascht euch die Startaufstellung? Ja, ich habe genauso verdutzt geguckt, wie ihr das gerade tun werdet wahrscheinlich. Denn, mit diesem Ergebnis hat wohl keiner gerechnet. Ich habe es aber gerade eben schon gesehen und habe dann nochmal das Spiel neu gestartet und habe mir gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Danny Quert von der Pole, Grosjean auf 2, okay, Rosberg ist auf 3, das ist durchaus realistisch. Aber auf 4 haben wir dann wieder Carlos Sainz und dann geht es so weiter. Das ist doch nicht euer Ernst. Doch, ist es. Keine Ahnung, was passiert ist beim Qualifying. Ich tippe auf Meteoriteneinschlag oder so. Irgendwas ist passiert und die Startaufstellung wurde ganz, ganz komisch. Ja, ich habe mir auch gerade eben schon die Strategie angeschaut und bin auch ein bisschen da überrascht, dass man hier mit einem Stop durchfahren kann, von super weich zu weich. Und habe mir da auch schon jetzt Gedanken gemacht, während ich das Spiel neu gestartet habe. Was machst du denn jetzt? Wie fährst du mit der Strategie? Fährst auf Softs los, später auf Supersofts weiter? Ist eigentlich so die sinnigste Methode, aber andererseits habe ich mir gedacht, in diesem Rennen könnte es wahrscheinlich einen Safety Car geben. Und jetzt mal angenommen, du hast in Runde 5 oder nehmen wir eine etwas spätere Runde, in Runde 8 hast du einen Safety Car. Und ein Safety Car bleibt jetzt bis Runde 11 von mir aus draußen. Dann kannst du ja sagen, okay, in Runde 8 komme ich rein, hol mir die Softs ab, während der Safety Car Phase bauen die Reifen kaum ab. Bin in Runde 11 dann entsprechend mit den Softs unterwegs, ab Runde 11. Und zwar bei Renntempo und kannst dann mit einem Stop durchfahren. Das hast du nicht, wenn du von Soft entsprechend in der Safety-Car-Phase in Runde 8 auf Supersoft wechselst. Da kannst du nämlich wahrscheinlich nur 12 Runden drehen, ehe es richtig, richtig kritisch wird. Und musst dann wahrscheinlich noch einen Stop einlegen. Will man nicht, deswegen starte ich hier auf Supersoft, um mir alle strategischen Freiheiten offen zu lassen. Wenn es in Runde 5 einen Safety Car geben sollte, dann kann ich ja auch sagen, okay, ich fahre auf Medium weiter und fahre dann komplett durch. Wenn es beim Start einen Safety Car gibt, dann wird wahrscheinlich keiner an die Box fahren. Oder vielleicht werde ich es versuchen, auf Medium weiter zu fahren und dann auf Supersoft zu wechseln. Wer weiß. Vielleicht. Kann alles passieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall aber mir ein bisschen mehr Sprit mitnehmen. Das hilft auf der Geraden. Da kann man immer wieder ganz gut überholen damit. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja, das verrückteste Rennen, der verrückteste Grand Prix bis jetzt der Saison.
Freitag habe ich das Training verhauen. Samstag wurde mir das Qualifying verhauen durch die KI. Und ich hätte, wenn ich die Startaufstellung sehe, hätte ich gerne Q2 und Q3 erlebt. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob uns die KI oder ob ich mir selbst das Rennen verhaue. Ich hoffe aber, niemand und nichts wird das tun. Ist auf jeden Fall immer noch sehr irritierend. Auf P2 unser Teamkollege. Ich weiß noch, gut, das klingt ein bisschen so, als würde man sich an ein Geschehnis von vor 3-4 Jahren... Ja, danke. Darf ich nicht meine Bremsen aufwärmen, Jolion? Oder ich hole ihn wieder ein. So. Ja, was ich sagen wollte, ich finde es lustig, dass Romain Grosjean den zweiten Platz holt. Gleich nachdem es die Diskussion gab, ob ich da nicht den Schwierigkeitsgrad hochstellen sollte. Ja, weiß nicht. Wenn Haas, wenn unser Teamkollege im Haas um P2 mitfahren kann, dann würde ich sagen, wir überlegen es uns nochmal mit dem Schwierigkeitsgrad. Ne, wahrscheinlich werde ich mal schauen in Österreich, wie ultimativ läuft. Wenn es zu hart ist, also spürbar zu hart, dann werde ich da... Ich werde mal schauen. Ich glaube, das Ding ist halt, ich möchte selbst nicht, dass wir irgendwie in die Top 3 jedes Rennen fahren. Wird, glaube ich, auch eh nicht passieren. Insofern werde ich da einfach mal ein bestimmtes Maß finden, wie wir entsprechend ein bisschen wie beim realen Haas auch unterwegs sind. Von mir aus auch ein bisschen schlechter oder besser, aber ich schaue dann einfach mal. Aber wenn jetzt Romain Grosjean einen Sieg einfährt, dann wüsste ich keinen Grund, warum ich hier auf legendär, auf ultimativ schalten sollte. Naja, schauen wir einfach mal, wie das Rennen hier ausgeht. Im Moment gibt es hier gute Chancen auf 18 Punkte für Haas. Und wenn wir in die Punkteränge kommen, dann gibt es Chancen auf gut 20 Punkte für Haas. Das wäre natürlich super. Ach, verdammt, ich wollte gerade die Bremsen nochmal aufwärmen. Hab die auf 600 Grad bekommen, ganz okay. Und links haben wir die Boxeneinfahrt. Sieht immer wieder kritisch aus. Ich glaube, wir werden es hinkriegen. Ich werde eh ein bisschen vorsichtiger anbremsen. Also, die Zehntel, die du da gewinnst, die sind mir nicht so wichtig. Lieber sicher durchkommen. So, und sicher sollten wir auch durch die Startphase kommen. Let's do it. Da vorne gibt es ein extremes Gemenge. Hülkenberg. War das Hülkenberg oder ist es Perez? Das ist Hülkenberg. Fällt hier gerade zurück und wir kommen. Oh Mann! Button! Wurde hier in die Bande gedrückt. Es gibt wieder grüne Flaggen. Das hat sich aber schnell in Luft aufgelöst, das Ganze. Wenn es jetzt schon wieder grüne Flaggen gibt. Und es bringt uns auch um eine weitere Position nach vorne. In einer sehr, sehr chaotischen Startphase hier. Ich dachte eigentlich schon, dass es auf der Gegengerade krachen würde, aber nee. Hat sich noch ein bisschen gezogen, das Ganze. Und ich glaube, Hamilton war der andere, der da involviert war. So, und jetzt bitte das Tempo von Massa mitgehen. Der ist nämlich auf Softs unterwegs. Und wenn wir da angemessen schnell sind... Dann kommen wir da eventuell vorbei. Vor ihm Kimi Räikkönen. So, und auf der Geraden, da haben wir, glaube ich, einen riesen Vorteil. Also ich habe allgemein weniger Flügel als die gesamte KI und Kwiat führt nach Runde 1 immer noch das Feld an. Ich kann mir vorstellen, dass bei Codemasters extrem viele Kwiat-Fans sind, die einfach nicht wollen, dass
Red Bull ihn rausnimmt und die wollen halt eventuell, dass es so ein erinnerungswürdiger KI-Fahrer hier ist. Da wird es die Entscheidung von den Leuten bei Codemasters beeinflusst. So, nicht bei Red Bull meine ich natürlich. Wäre ziemlich lustig. Hinter mir ist Bottas an Hülkenberg vorbei. Das heißt, die Williams auf Softs schneller zumindest als Force India auf Super Softs. So, und lediglich drei Plätze vor uns befindet sich der Iceman, Kimi Räikkönen. Quali ziemlich verkorkst. Ich glaube, der hat von 11 das Rennen in Angriff nehmen müssen. Hat dann aber auch die Startphase ordentlich verhauen, dass er jetzt sich erst wieder an Alonso vorbeikämpfen musste. Was für ein Ferrari auf der Geraden halt wirklich kein Problem ist. Man weiß nicht, wie groß der Leistungsunterschied ist. Der liegt, glaube ich, immer noch bei guten... Weiß nicht, also man kann ja viel mit PS-Werten rumhantieren. Ich denke mal schon, dass er im etwas höheren zweistelligen Bereich liegen dürfte. Oh, Massa. Ist da ein bisschen zaghaft und das bringt uns P12 ein. Und Kimi Räikkönen ist hier vorbei an Wehrlein. Das bringt uns zumindest ein bisschen näher an Wehrlein, dadurch, dass das Überholmanöver wahrscheinlich auch den Pascal ein bisschen Zeit gekostet hat. Aber insgesamt kommen wir recht flüssig durchs Feld. Die Frage ist, wo ist Grosjean? Oh, der ist ordentlich zurückgefallen. Ach, du liebes bisschen. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass er so ein bisschen, um auch fürs Team gut punkten zu können, wie Kwiat sich vorne festsetzen konnte. Ist aber leider nicht passiert. Ist aber auch interessant, dass Dani Kwiat seine einzige Pole Position bislang im Toro Rosso dann einfahren sollte. Vettels erste Pole war dann auch im Toro Rosso, aber er hat viele weitere folgen lassen. So, und hinter uns... Hinter uns Felipe Massa, da müssen wir schnell weg. Mit DRS kommen wir hier an Wehrlein vorbei. Ja, und Button hat jetzt mehr Probleme noch. Ärgerlich für ihn, wurde in die Wand gedrückt. Das schauen wir uns nochmal in den Highlights an am Ende. Und zu allem Überfluss hat er jetzt weitere Probleme noch. Und da haben wir Max Verstappen und Kimi Räikkönen. Der ist ja richtig, richtig on fire. Also... Kimi, also das sollte keine Anspielung auf Spa oder so sein, aber der ist richtig schnell unterwegs gerade. Da kann sich selbst Max Verstappen nicht verteidigen und das war sogar, glaube ich, beim Anbremsen für die Linkskurve. Das war Kurve 3. Oh, ganz, ganz vorsichtig hier. Da wäre ich fast rausgerutscht. Kaum Fehler gemacht, schon ist Massa unmittelbar an mir dran.
Okay, und Felipe ist hier super durchgekommen durch die schnelle Kurvenpassage. Kommt er vorbei? Boah, hier zahlt sich das Motoren-Upgrade mal richtig aus. Ich habe zwar ein bisschen Windschatten von Verstappen bekommen, aber trotzdem, dass ein Williams einen mit einem DRS-Fenster, das verhältnismäßig doch lang ist, obwohl es nicht die gesamte Gerade abdeckt, und mit Windschatten nicht überholt, das ist natürlich schon ziemlich krass. Ich hatte wirklich die schnellen Kurven davor ein bisschen verhauen. Die kann man eigentlich voll nehmen. Und Grosjean ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, auf P9 gerade. Ja, der wird gerade so ein bisschen durchgereicht. Muss sich wahrscheinlich extrem verteidigen. Das erinnert mich so ein bisschen an... Weiß ich gerade nicht. An mich, wenn ich gerade extrem verteidigen muss, dass ich da direkt die ganze Kolonne hinter mir habe. Nur kann ich mich ein bisschen besser wahrscheinlich verteidigen als die KI. Jetzt gerade habe ich auch Massa im Nacken und ich glaube, meine Zeiten werden dadurch ein bisschen beeinträchtigt werden. So, wie sieht es hier aus? 26% Reifenabrieb. Das ist okay. Dieses Mal schneller durch die S ist gekommen. Uiuiui. Und jetzt ist Massa wieder dran. Aber der will... Moment, das ist Bottas. Wo ist Massa? Aber die wollen auch nicht vorbeiziehen. Die bleiben einfach stumpf hinter einem. Verstappen macht das da ein bisschen cleverer. Ist vorbei an Grosjean. Vor Grosjean hätte ich eigentlich am liebsten einen anderen Red Bull-Piloten. Der dürfte ein bisschen weiter vorne sein. Daniel Ricciardo, unser neuer Rivale. Okay, da wieder ein Fehler. Ich versuche das spät anzubremsen, aber das kostet hin und wieder Zeit, wenn man es falsch macht. Jetzt schauen wir mal, wie der Flügelunterschied zwischen Grosjean und uns ist. So, ich cover wie immer die rechte Seite. Jetzt will Bottas aber auch mal vorbeiziehen. Ist aber nicht schnell genug scheinbar. Jetzt hat er aber auch mittlerweile DRS. Und jetzt könnte er eventuell sogar noch rankommen. Raikkonen an der Box oder? Scheinbar ja. Dadurch sehe ich aber auch den Abstand zu Grosjean nicht. Da könnte ich auch den letzten Sektor einfach mal vergleichen. Aber im Moment passiert jetzt zu viel, als dass ich einfach so gerade in die Rennleitung schauen könnte. Also Raikkonen jetzt schon an der Box, hat sich die Reifen wahrscheinlich extrem überfahren. Und mir fährt einfach plumpen Williams hinten rein. Ja, warum nicht? Ist jetzt auch nicht so, als ob ich einen Verstappen-Move gemacht hätte, einfach bei 340 km/h auf der Camel Straight rüberzuziehen, aber trotzdem fährt er mir hinten rein.
So, 2,2 Sekunden betrug der Abstand. Jetzt schauen wir mal, wie sieht es gegen Grosjean aus. Wo sticht dann Williams rein? Okay, ich halte die rechte Seite frei. Die kommen nicht vorbei. Ist das mangelnde Topspeed, die haben? Ich weiß es nicht. Mittlerweile schon echt viele Piloten an der Box gewesen. Wir kommen auf P7 nach vorn. Ich glaube, es sind mittlerweile 4 Fahrzeuge drin gewesen. Ist aber erschreckend, dass die Williams auf Softs so eine Speed drauf haben. Immerhin, ich bleibe einigermaßen dran an Massa. Ja, aber vor allem in der Links-Rechts-Kurve, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich muss da extrem hart einlenken. Da ist Massa gerade wirklich wundervoll durchgekommen, also... Es kann gut sein, dass ich mir die Reifen einfach ein bisschen zu sehr kaputt gefahren bin.
Oh Mann. Der Frontflügel mit einem kleinen Schaden. Wisst ihr, was mich am meisten schockiert? Alonso fährt tatsächlich sogar auf Softreifen. Das heißt, der McLaren Honda ist hier auf Softs so krass gerade. Alter, was war das denn? Alter Schwede. Ey, das hat mich so... Ja, schaut mal. Das hat mich so hart irritiert. Was ist denn da bitte los? Ja, und nochmal aus unserer Onboard, weil es so schön aussah. Bam, und plötzlich ist da ein Auto quer. Und dann denkst du dir auch so, oh oh, oh oh, oh oh. Und ich bin sogar im Neutralen gewesen. Ich war so irritiert. Gott, das muss ich mir nochmal anschauen. Ich war da so irritiert, dass ich jetzt zack. Aber ich habe natürlich das Maximum aus der Box einfach rausgeholt, aber ihr habt gesehen, ich war am Ende im Neutralen. Eieiei. Was war da denn bitte los? Ja, Alonso und Hülkenberg kollidieren. Wer fliegt raus? Kevin Magnussen. Das ist logisch. Oh, Safety Car. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist hier die Frage. Alle sind auf Mediums raus. Also auch Hülkenberg zum Beispiel. Der ist auf Mediums jetzt. Das ist für mich ja natürlich perfekt, da ich in den nächsten 2-3 Runden die Reifen eigentlich so gut wie gar nicht beanspruchen muss. Aber trotzdem auf... Na, Moment. Da hätte ich sogar eigentlich den Flügelschaden reparieren können, eventuell. Hätte mich wohl keine Position gekostet. Also alle sind auf Mediums unterwegs, aber in den nächsten 2-3 Runden gibt es keinen Reifenabrieb. Das bedeutet für mich, wunderbar, dann kann ich einfach auf den Softs, vielleicht wechsle ich sogar auf Super Softs, wer weiß. Mal schauen, wie vielter ich bin, wenn alle anderen ihre Boxenstops machen. Also wie, je nachdem, wie viele Leute vor mir jetzt einen Boxenstop machen, werde ich eventuell nochmal reingehen. Denn ihr müsst euch überlegen, wenn jetzt vor mir 10 Leute reinkommen und die sind dann alle hinter mir, dann macht es natürlich Sinn, die Position zu verteidigen. Wenn ich allerdings jetzt durch einen zusätzlichen Stop nur 4 Positionen verliere, dann würde ich am liebsten nochmal reinkommen und auf Supersoft weiterfahren. Denn das würde, glaube ich, gehen. Wobei die Supersoft echt stark abgebaut haben. Aber ich glaube trotzdem, dass es die schnelleren Reifen sind. So, also gleich muss hier eine gute Beobachtungsgabe von mir gegeben sein.
Ja, da kommen scheinbar einige an die Box. Aber auch nicht so viele. Die kommen auch alle vor mir raus. Also, weiß nicht. Ja, ich glaube hier... Alter, Eriksson, ey. Ja, und da kommt direkt die Anmerkung, ja. Du musstest so knapp zu Eriksson anbremsen, du fällst zu weit zurück. Ja, ich glaube, jetzt zum Beispiel würde es sich eher nicht lohnen, denn ich würde jetzt 9 Positionen verlieren, wenn ich jetzt, nochmal in die Box fahren würde. Also, da hat es sich, glaube ich, eher gelohnt, draußen zu bleiben und auf Softs weiterzufahren. Zumal ich vielleicht länger als 12 oder 13 Runden hier insgesamt unterwegs sein werde. Und 12, 13 Runden ist mit den Supersofts echt schon eine Qual am Ende gewesen. Also schauen wir einfach mal, wie es läuft. Eriksson hat auch die Mediums drauf. Ich glaube, fast alle außer uns. Und wir können gleich mal wirklich in die Rennleitung schauen, um mal das ganze Chaos hier in Gedanken mal zu ordnen. Also die KI fährt da auch recht weit über den Curb links in dieser ganz engen Passage. Ja, das Ding ist, gerade eben habt ihr ja dieses eine Dingens gesehen. Du fällst zu weit zurück. Andererseits bremst Eriksson auch teilweise so hart ab, dass es gar nicht mal so schlecht ist, ein bisschen zurückzufallen. Oh, wie gern würde ich jetzt so einen ganz, ganz kühlen Energy Drink gerade trinken. Nein, das ist kein Product Placement, aber ich würde gerne schön so eine Dose gerade aufmachen und... Alter, Eriksson, ey. Denn es ist echt anstrengend, das Rennen. Also, man hat es auch zwischendurch gemerkt, da habe ich nicht ganz so viel gequatscht. Liegt auch daran halt, dass ich selbst mir natürlich Gedanken gemacht habe, hoffentlich bleibe ich vor Alonso. Sollen wir mal gucken, alle, die jetzt auf Supersoft sind, behaupte ich jetzt einfach mal, werden nochmal stoppen müssen. Also, weiß nicht, ist Vettel auf Supersoft gestartet? Ja, ist er. Das heißt, der muss definitiv nochmal stoppen. Die Williams sind auf Softs losgefahren, aber ich denke, auch die werden nochmal reinkommen müssen. Also die werden das jetzt nicht durchziehen. Ich glaube, die fahren einmal Soft, zweimal Supersoft. Ansonsten Hamilton, der ist extrem früh an die Box gekommen. Dem dürft's echt in die Karten spielen. Also Moment, wo sind die ganzen Leute, die ganz weit vorne gestartet sind? Von 4 gestartet, Sainz hat sich sogar noch um eine Position verbessert. Ist da aber sehr früh auf Mediums gegangen. Eventuell wird er auch nochmal auf Supersoft wechseln. Den ganzen Leuten, die super früh auf neue Reifen gewechselt sind, den spielt das jetzt natürlich in die Karten, denn die haben jetzt 2, 3, 4 Runden, in denen der Reifenabrieb komplett zu vernachlässigen ist. Das heißt, wenn du in Runde 5 reinkommst und eigentlich halten die Mediums nur 20 Runden aus, aber wir fahren ja 29 Runden, glaube ich, oder 28 Runden, dann hast du diese 3 zusätzlichen Safety-Car-Runden, die jetzt nicht so stark sich auf die Reifen auslasten. Eventuell kommt man damit durch. So, der Red Bull könnte hier durchfahren. Das ist dieselbe Strategie, die wir haben. Darüber hinaus haben wir den Toro Rosso, Dani Kvyat, der von 1 auf 5 zurückgefallen ist. Trotzdem eine ganz gute Position. Der Teamkollege ist trotzdem weiter vorne. Sergio Perez ist auch dieselbe Strategie, wie wir gefahren. Romain Grosjean dürfte eventuell auch nochmal stoppen. Also Mercedes... Ich glaube, bei den, Moment, Dani Kvyat, der wird wahrscheinlich durchfahren. Gut, die Mediums wurden auch nur 2, 3 Runden früher aufgezogen, aber wahrscheinlich fahren die auch, ich denke mal, die fahren auch durch. Also ich glaube, von 3 Leuten kann man jetzt ausgehen, dass die jetzt auch nochmal an die Box fahren. Das sind die beiden Williams und Sebastian Vettel muss es definitiv, denn der hat keine andere Reifenmischung bis jetzt verwendet. Und ich glaube, alle Leute auf Medium haben jetzt so ein kleineres Problemchen, denn die ganzen Leute auf Soft werden wahrscheinlich durchfahren und haben dann auch die bessere Reifenmischung für den Rennverlauf. So, und da sehen wir einen Boxenstopp. Das ist Vettel. Und welche Reifen nimmt er jetzt mit? Oh Gott. Eriksson. Bremst da recht früh ab oder habe ich spät gebremst? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich habe gerade auf Vettel geschaut, so ganz interessiert, so, ha. Welche Reifen nimmt der Kollege wohl mit und warum hat er nicht am Anfang der Safety-Car-Phase gestoppt?
Und ist jetzt letzter geworden. Also Strategie bei Ferrari... Oder vorletzter. Die Strategie bei Ferrari funktioniert wieder wunderbar. In Kanada war es nicht der Fehler von Ferrari. Da hatte Raikkonen eine Kollision mit Verstappen und hatte dadurch einen Frontflügelschaden. Vettel hatte einen Platten, also da wurde alles richtig gemacht. Ja, beziehungsweise kann man da ankreiden, dass eventuell die Softs ein bisschen zu lange benutzt wurden. Das heißt, dass vielleicht zweimal Ultrasoft besser geklappt hätte. Aber andererseits, alle anderen Teams haben es geschafft. Also ist wahrscheinlich ungünstig gewesen mit dem Reifen für Ferrari einfach nur. So, und wir sind auf P11. Also zwei weitere Fahrzeuge vor uns, die noch an die Box fahren werden. Rechnen wir dann mal einfach mal damit. Plus Marcus Ericsson, den wir hier wahrscheinlich nochmal überholen können. Und hinter uns, oh Gott, da ist hinter Alonso Kimi Räikkönen. Also Alonso ist extrem schnell hier. Der hat uns schon auf Softs die Hölle heiß gemacht, als wir auf abgefahrenen Supersofts waren. Es kann sein, dass ich die Reifen ein bisschen zu falsch angegangen bin. Aber ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht wieder machen werde, diesen Fehler. Und dass ich dann entsprechend mich von Alonso lösen kann. Der Alonso wird sich aber auch nicht lange gegen Räikkönen verteidigen können. Der ist halt im bedeutend schnelleren Ferrari unterwegs. Und Kimi wird dann auch recht früh an uns rankommen, eventuell auch uns überholen. Und das auch recht schnell. So, aber das Safety Car kommt noch nicht rein. Das heißt, noch eine weitere Runde wird es hinter diesem geben. Also insgesamt 11 Runden bei Renntempo auf Softs. Das dürfte machbar sein. Insgesamt 4% Reifenabrieb in 3 oder 4 Runden. Das ist in Ordnung. Die Hinterreifen werden hier echt hart beansprucht. Also, das ist so eine typische Stop-and-Go-Charakteristik. Vor allem im ersten Sektor. Im zweiten Sektor hast du ja auch nur langsame Kurven. Und die Vorderreifen, die werden ja eigentlich hauptsächlich in schnellen Kurven belastet. In langsamen Kurven wird ja immer Traktion gefordert. In schnellen Kurven, da brauchst du hauptsächlich Abtrieb. Das ist der Grund, warum hier... Also hier gibt es kaum schnelle Kurven. Diese links-rechts hier ist auch recht langsam. Auch wenn ich die eher zu den schnelleren Kurven hier in Baku zählen würde. Diese Doppel-Links oder Dreifach-Links ist es, glaube ich, sogar. Am Ende des zweiten Sektors, die ist noch schnell. Aber grundsätzlich sieht man das auch am Abrieb, das ist eine Strecke, da musst du einfach megamäßige Traktion haben. So, ich spiele mal vorne am Differential so ein bisschen rum. Oh, da ist einer ganz langsam auf der Strecke. Okay, Safety Car fährt los. Geschwindigkeit halten. So, hier bremsen die ab. Das habe ich schon mitbekommen. So, und jetzt schnell. Boah. Oh Gott, das wird grausig, glaube ich. Oh, gelbe Flaggen direkt wieder. Ah, weil Danny Ricciardo da ausgeschieden ist. Ärgerlich für ihn. Man konnte da nicht in Kurve 1 überholen. Das ist echt schade. Ich hatte da, glaube ich, echt eine gute Chance gegen Ericsson. Aber immerhin, unser Rivale ist jetzt raus. Unser Rivale, Ricciardo.
Und dadurch haben wir zumindest das bessere Rennergebnis als er. So schnell kann man wieder aus den Punkten rausfallen und ich hoffe, dass der Schaden nicht so stark ist. Doch, ich muss hier vom Gas gehen, verflucht. Okay, die nächsten 10 Runden werden nicht gemütlich. Mit einem Frontflügelschaden macht es nie Spaß. Oh, Raikkonen. Der kam hier angeflogen und ich habe da zum Glück noch reagiert. Ja, Kimi, komm, jetzt mach mir aber auch mal ein bisschen Platz hier. Wir haben verstanden, du fährst Ferrari, du bist schnell, aber... Eriksson an der Box. Wow, und es ist nicht Raikkonen, sondern Alonso, der uns hier attackiert. Wo kommt der denn jetzt her? Okay, da ist ein Williams an der Box.
Also man spürt es vielleicht oder man sieht es beim Zuschauen. Ich habe das gesamte Wochenende über größtenteils auf der Bremse kein Gefühl fürs Auto. Ich bin hier echt viele Runden im Time Trial gefahren. Ich habe hier mein absolut Bestes gegeben, um hier die Strecke zu erlernen. Ich kann sie mittlerweile ziemlich gut, aber trotzdem, es fühlt sich immer noch recht schwammig an. Ich tue mich echt schwer mit der Strecke. Ich glaube, jetzt dürfte auch langsam der nächste Williams an die Box kommen. Okay, mittlerweile funktioniert diese Vollgaspassage wieder ohne das Gas zu lupfen. Könnte daran liegen, dass das Auto ein bisschen leichter geworden ist. Dadurch wird es ein bisschen agiler, wendiger. Ja, das ist gut. Jetzt probiere ich für die Kurve 1 einen etwas späteren Bremspunkt zu wählen und überfahre das Auto da einfach. Raikkonen und Alonso unmittelbar hinter uns. Ja, da dachte ich, dass ich jetzt mit dem hinteren Reifen innen anditschen würde. Und jetzt ist da auch noch Sebastian Vettel hinter uns. Ja, das sind wirklich so drei der vielleicht 5, 6 Fahrer, die ich mir am wenigsten wünschen würde, damit die hinter mir herfahren. Im Kampf um die Punkte, denn da fahren gerade 7 WM-Titel hinter uns her. Dahinter auch noch Max Verstappen irgendwo. Und Sebastian Vettel ist hier absolut on fire. Jetzt geht der hier mächtig ab. Ich glaube, meine Hinterreifen bauen wieder so extrem ab. Aber ich bin auch gerade echt gezwungen, hier megamäßig viel Druck zu machen. Und das mit einem halben Frontflügel. Ich glaube, wenn der noch ganz wäre, dann würde sich alles ein bisschen angenehmer anfühlen.
Ja, danke Sebastian, dass du mir direkt vor die Kiste noch ziehst. Alter Schwede, ey. Das Schlimmste ist ja, die Rennen. Die Rennen, die beim Zuschauen echt hart entertainen können, die sind zum Fahren absolut schrecklich. Monaco war schlimm. Aber ich glaube, das ist so ziemlich das schlimmste Rennen. Da es hier überall reelle Möglichkeiten gibt zu überholen. Auch auf Start-Ziel, obwohl ich da megamäßig guten Abtriebswert habe, um auf der Geraden gut zurechtzukommen. So jemand wie Raikkonen macht es dann einfach beim Anbremsen easy peasy. So langsam aber sicher schwirren meine Gedanken auch so ein bisschen um die kommenden Rennen. Ich habe ja gesagt, ich würde ultimativ austesten wollen. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich da noch eher in die Versenkung gerate, ich meine im Moment, gut, es liegt auch am etwas beschädigten Fahrzeug, aber schaut mal hinter uns, da haben wir eine ganze Kolonne, als wären wir das Safety Car. Und wenn das umso schlimmer wird, wenn ich auf Ultimativ schalte, und es wird zweifelsfrei, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt wäre. Ja, es ist eine neue Strecke, insofern vielleicht kann man das nicht als Maßstab nehmen. Österreich liegt mir echt enorm gut, also das schaue ich mir da mal einfach an, wie es da läuft. In Ungarn zum Beispiel kann ich sagen, dass ich genauso wie hier Schwierigkeiten haben dürfte. Das ist echt hart, also in F1 2015 konnte ich echt früh auf Legende schalten, hatte da keine Probleme, jetzt sind wir zwar von Anfang an auf Legende gefahren, aber die Zeiten haben sich geändert, Legende ist nicht mehr der höchste Schwierigkeitsgrad und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad könnte ich auf der Strecke zumindest bei weitem nicht bestehen, also okay, ich hoffe, dass ich jetzt ein Fahrzeug maximal noch vorbeilassen muss. Und dann würden wir einen Punkt zumindest holen. In der Rivalität ist uns das Glück hold. Da haben wir immerhin ein besseres Ergebnis als Daniel Ricciardo jetzt erzielt.
In den Sektorzeiten dürfte er aber sicherlich zwei von drei Sektoren dominieren. Einzig Sektor 3 dürfte an uns gehen, das ist aber auch einzig deswegen so, weil ich mit einem extrem guten... Autsch, ja okay, gut, da habe ich ein bisschen abgekürzt, weil ich da mit einem extrem wenig Luftwiderstand habenden Fahrzeug gefahren bin. So, ich habe den Satz gerade so gerettet. Hinter mir versammeln sich die Herrschaften bis P12, die allesamt den letzten Punkt haben wollen. Wir haben gleich die letzte Rennrunde. Also, ich werde mir auf jeden Fall nochmal die Strecke genau anschauen. Nächstes Jahr werde ich hier wieder stark zurückkommen. Und wir sind Neunter. Warum bin ich Neunter? Was ist hier passiert? Und wir haben es geschafft. Boah, als das Spiel kurz hängen geblieben ist, dachte ich aber auch schon. Ach du Kacke, ey. Oh, irgendwie redet mein Ingenieur nicht mehr mit mir. Was ist denn los? Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Boah, Alter, ey. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen.
Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Und so sieht es in der Konstrukteurswertung. Ja, okay. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ja gut, dass Stefan auch ausreden konnte und dass wir jetzt wissen, wer der Fahrer des Tages ist für Stefan Römer. Ja, das war mega hart. Also wir sind ganz knapp hinter den Williams gestartet, sind ganz knapp vor ihnen ins Ziel gekommen und irgendwie sind wir auf P9. Ich habe keine Ahnung warum, aber irgendjemand dürfte da nochmal ausgeschieden. Ach so gut, Kevin Magnussen, ich habe da Haas irgendwie fast gelesen. Aber nö, Moment, das ist aber bei irgendjemand anderem ist was passiert, glaube ich. Mechanisches Versagen bei Dingens, Danny Ricciardo. Aber wer ist denn da nochmal zurückgefallen? Wer ist denn an die Box gefahren? Das würde mich interessieren. Pascal Wehrlein? Vielleicht? War der da auf Punktekurs oder? Nee, der ist in Runde 15 schon an die Box gefahren für weitere Mediums. Was ist mit Rio? Moment. Irgendjemand ist doch nochmal an die Box gefahren. Jolyon Palmer? Ich glaube nicht, dass er es ist. Jensen Button? Irgendjemand ist doch nochmal ganz am Ende zurückgefallen, weil ich glaube, wir waren auf P10 unterwegs. Ich habe doch gesagt, alles bis P12. Okay, da ist... Moment, okay, gut. Ihr merkt, ich war so extrem unter Anspannung, dass ich, glaube ich, nicht gemerkt habe, dass ich Neunter bin. Kann gut sein. Also es kann gut sein, dass ich die ganze Zeit Neunter war. Also falls ich im Rennen irgendwie euch verwirrt habe, tut mir leid. Boah, aber das war mega hart, das Rennen. Aber wenn ich mal vergleiche, wie unsere Pace war, vor und nach dem Boxenstopp, ich glaube, da wäre der Frontflügel, die Frontflügelreparatur, die wäre auf jeden Fall angemessen gewesen. Vor allem, nachdem ich mir ein zweites Mal einen kleinen Schaden zugezogen habe. Also, ihr seht, auf Supersoft bin ich in meiner letzten Runde, in Runde 10, 1:47.7 gefahren. Und ja gut, am Ende bin ich nochmal 1:47.1 gefahren, kurzzeitig, aber... Ich bin dann nie wirklich schneller gewesen. Wenn man das mal vergleicht, da bin ich konstant drei Runden hintereinander, 1:46, vier Runden hintereinander sogar, 1:46.23 gefahren und danach kam irgendwie ein richtig harter Einbruch zwischendurch. Gut, das war wahrscheinlich wegen eines Zweikampfs, dass die Zeit plötzlich so schlecht wurde, aber man merkt, danach war irgendwie alles vorbei, da bin ich irgendwie aus dem Rhythmus raus gewesen, ich weiß nicht, was da los war und der zweite Stint war da auch schrecklich. Naja, wie dem auch sei, 8 Punkte durch unseren Teamkollegen, 2 Punkte durch uns. Wir gucken uns gleich die Wertung an. Zunächst gibt's aber mal ganz kurz einen Schnitt und dann schneide ich hier schön die Highlights raus. Und es gab, glaube ich, echt zahlreiche. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, ich habe das jetzt nochmal reingenommen, weil ich es einfach zu geil finde, wie er Stefan Römer nicht aussprechen lässt. Ja, wir sehen hier, wir sind tatsächlich allgemein vor Daniel Ricciardo, das wusste ich gar nicht. Und sind jetzt mit zwei weiteren Punkten nicht mehr punktgleich, sondern sind ein bisschen weiter vorne jetzt. Also zwei Punkte weg von Ricciardo. Und hinter uns, da hat sich einiges getan. Da hat Sergio Perez ordentlich gepunktet für Force India, obwohl das Team ja eigentlich recht schwach ist. Also ich glaube, der ist da Vierter geworden oder so. Ziemlich, ziemlich starke Sache. Auch die beiden Toro Rosso kommen in der Tabelle sehr, sehr weit nach vorne. Die ersten Punkte gibt's für Romain Grosjean. Freut mich auf jeden Fall für unseren Teamkollegen. Der kann jetzt auch ein bisschen was beitragen dazu, dass wir in der Konstrukteurswertung eventuell noch ein paar Schritte nach vorne machen. Im Moment sind wir da Sechster. Haben sogar einen Schritt nach vorne gemacht, obwohl ich eigentlich im Kopf hatte, dass wir Fünfter sind. Weiß nicht, welchen Stand ich da im Kopf hatte. Auf jeden Fall ist bis, jetzt weiß ich, was ich für einen Stand im Kopf hatte, egal. auf jeden Fall sind wir da zu P4 noch ein bisschen entfernt,
von und auch P5 ist noch ein bisschen weiter vorne. Williams hat ordentlich verloren und zwar ja ganz knapp gegen uns, aber ganz, ganz deutlich gegen Toro Rosso. Die haben heute einfach ein mega Ergebnis abgeliefert. Force India, ja, die haben 12 Punkte dazu bekommen, das heißt, also ich erinnere mich noch an die 64 von Force India. Das heißt, die haben auf jeden Fall super stark gepunktet. Mega Leistung, kann man nicht anders sagen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter, denn bei mir steht auch gleich ein Assetto Corsa Liga-Rennen an und da möchte ich mich wenigstens so 5 Minuten entspannen, ehe ich da loslegen muss. So, Erfolg. So, ja gut, das, ob es jetzt ein Erfolg war, weiß ich jetzt nicht. 555 Ressourcenpunkte, immerhin. Und wie sieht die Rivalität aus? Also, beendetes Rennen. Ja gut, 2 von 3 Sektoren hat er dominiert. Aber mal eine Frage, zählt das, was Ricardo gemacht hat, als beendetes Rennen? Seid ihr euch sicher? Na gut, wie dem auch sei. Trotzdem, es sieht okay aus, aus unserer Sicht. Wir haben es geschafft, 13. zu werden, nicht vor Romain Grosjean zu sein, aber trotzdem mindestens 14. zu sein in der Fahrermeisterschaft. Das sieht ja noch okay aus und die Punkte überspringe ich allgemein. Das ist, weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. So, Voicemail. Hey, ich bin's. Ich komme gerade aus einer Besprechung mit den Abteilungsleitern. Ein Thema war deine Leistung und sie sind sehr zufrieden. Sehr gut, aber jetzt nicht nachlassen, okay? Ja gut, irgendwann kannst du uns auch nochmal positive Neuigkeiten in Form von, ey, du wurdest, ihr wisst schon, du wurdest hier befördert oder so geben. Weiß nicht, okay gut, zu Österreich wird es wahrscheinlich kein Upgrade geben. Andererseits könnte man die 300 Punkte einfach mal aus dem Fenster schmeißen, schön verprassen, um sich dieses Upgrade hier zu holen. Mittlerweile ist übrigens in der Gesamtwertung von den Positionen her, ja, Red Bull wieder vorbei an Toro Rosso. Toro Rosso ist ein bisschen zurückgefallen, aber trotzdem sind die noch recht stark. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen... kann ich hier nicht gucken, wie viel ich mit den anderen Upgrades noch an Boden gut machen würde? Na gut, wie dem auch sei. Ich würde am liebsten wissen, wie viel Boden ich gut machen würde, wenn ich jetzt Stufe 5 von der Treibstoffeffizienz hätte. Das wäre interessant. Aber gut, das geht nicht. Wir werden auf jeden Fall in Österreich mal schauen, wie es mit der ultimativen KI aussieht. Oder ich fahre da mal ein Proberennen. Ich kann das ja auch vielleicht hochladen, wobei das würde alles ziemlich zeitlich sehr eng werden. Und ich will ja auch die Karriere trotzdem noch vorantreiben. Nee, ich fahre einfach so mal ein Proberennen auf Ultimativ und werde dann entscheiden, ob ich da auf Legende oder Ultimativ fahre. Weil ich weiß nicht, ich bin in Baku jetzt wieder so ein bisschen der Meinung gewesen, da war Legende auf jeden Fall die richtige Schwierigkeitsstufe. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sehr der Frontflügelschaden mich in der im zweiten Stint beeinträchtigt hat, aber ich habe mich schon nicht so schnell gefühlt wie jetzt in Monaco oder auch in Kanada im Regen. Also im Regen ist die KI halt wirklich schwach. Ich werde einfach mal schauen. Ich werde einfach mal schauen und ich werde auf jeden Fall den Beschluss so fassen, dass wir weiterhin um ja ein paar Punkte mitfahren, nicht zu viele, aber dass wir trotzdem halt ja gut unterwegs sind. Ich werde da jetzt nicht auf Ultimativ schalten, um für P17 zu fahren, weil dafür ist auch das Auto zu gut. Also der Haas ist vor allem in Spielberg dann einfach zu stark dafür. Und das bin ich auch und ja, da werde ich einfach mal schauen. Wie gesagt, ich werde mir das alles mal anschauen und bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten, wünsche euch viel Spaß dann beim Race Edit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder dann in Spielberg. Bis dahin, haut rein. Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline.
the future leaves us behind. The fire will burn and never die. Looking through the eyes of a brand new life. The soldiers fight. We'll never grow.